Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Montag, der 14. Mai 2017. Eigentlich dachten wir nach der Arbeit, dass die Gewitterlage schon vorbei wäre, aber das ist nicht der Fall. Denn wir haben eigentlich eine sehr, sehr große Gewitterlinie verpasst, welche hier über Bad Rappenau gezogen ist, währenddessen wir in Mannheim gewesen sind. Nun, sehr geehrte Damen und Herren, aktuell hat sich eine frische Zelle ausgebildet und diese Zelle, die ist aktuell ca. 5 Kilometer von uns in Richtung Nordosten entfernt. Und daher schauen wir, dass wir noch Möglichkeit irgendwo einen Standort finden, wo wir in Richtung Nordost bzw. Ost schauen können. Sie sehen, dass jetzt aktuell schon der Regen einsetzt. Das heißt im Prinzip, jetzt wird endlich mal die Scheibe sauber von den vielen Fahren, aber er hindert uns natürlich auch die Sicht darauf, dass wir dementsprechend die Gewitterzelle beobachten können, ja. Wir fahren jetzt aktuell in Richtung Siegelsbach, beziehungsweise wir werden irgendwo zwischen Bad Rappenau und Siegelsbach dann einfach stehen bleiben, um diese Gewitterzelle zu beobachten. Eigentlich ist heute ein ziemlich komischer Tag, muss man sagen. Sie sehen es, es ist eigentlich grau in grau. Das Wetter erinnert eher an einen Novembertag anstatt an einen Maitag. Ja. Die aktuelle Temperatur, die ist auch nicht gerade die beste. Wir haben jetzt aktuell 15 Grad. Das ist eigentlich sehr, sehr kalt. So, jetzt fahren wir hier gleich rechts rein. Okay, hier noch nicht. Noch eine weiter. Das Gewitter ist sehr, sehr unstrukturiert. Ja, das heißt dementsprechend, ich schaue mir das erstmal kurz auf dem Radar an, wo die Zelle aktuell ist, damit wir uns da gescheit hinstellen können. Ja. Bitte kurz Geduld haben. Sehen Sie das? Bad Rappenau bekommt den direkten Kern ab. Das heißt, es könnte unter Umständen sein, dass wir sogar auch starken Niederschlag bzw. sogar auch Graupel bekommen könnten. Da die Zelle jetzt Richtung Nordost ist, stellen wir uns am besten so hin, dass wir Richtung Südwest beobachten können. Das wäre wirklich am besten hier.
so. Mal den Fokus stellen. Boah, ein bisschen, naja, gut. Ein bisschen Regen gibt es hier auf jeden Fall schon. Wir schauen jetzt mal, wo das Zentrum überhaupt lang zieht. Ja. Eigentlich haben wir gar nicht erwartet, dass wir heute überhaupt eine Doku drehen, weil vor 2 Stunden oder 2,5 ungefähr war direkt eine große Gewitterlinie durchgezogen und die hat die Temperatur von 18 auf 14 Grad runtergesetzt. Jetzt inzwischen haben wir 15,5 Grad. Ja. Jetzt ist die Zelle gleich über uns. Das ist jetzt nordöstlich, ja. Wir haben uns extra schon speziell so hingestellt, dass wir Richtung Südwest schauen, weil die Zelle direkt von Nordost nach Südwest zieht, ja. Und da ist ein sehr starker Niederschlag mit dabei und dementsprechend auch natürlich etwas Blitzaktivität. Zum Beispiel, wir haben hier jetzt aktuell Kästchen bis zu 16 Blitze pro 5 Kilometer. Oh, der war jetzt doch schon etwas weiter in unserer Richtung, also der ist schon näher dran gewesen. Aber den Donner, den hört man hier drin im Auto gar nicht, weil wir die Fenster geschlossen haben. Na, das ist ja mal was Feines. Ein kleines, privates Gewitter direkt vor der Haustüre. Also wenn wir so Richtung Süden schauen, dann stellen wir fest, dass das sogar blauer Himmel ist. Ne? Ich gehe mal davon aus, damit die Zelle ein kleines Stückchen weiter nördlich durchzieht, als zunächst geplant. Na ja, gut, mal schauen.
Der war jetzt schon doch deutlich dichter. Wir waren jetzt nur noch 5 Sekunden da dazwischen. So, sehr geehrte Damen und Herren, damit hallo und herzlich willkommen zu einer der ersten richtigen Dokus in dem Jahre 2018. Unverhofft kommt öfters, ja. Und dementsprechend wünschen wir Ihnen viel Spaß bei dieser kleinen Gewitterzelle, welche wir jetzt aktuell beobachten. Wie schon erwähnt, heute ist Montag, der 14. Mai 2018. Es ist jetzt aktuell 20 Uhr und 41 Minuten. Die Gewitterzelle, die befindet sich jetzt aktuell wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich Hüffenhardt, beziehungsweise, bald schon über Bereich Bad Rochenau. Okay, der war jetzt ein bisschen weiter weg, aber der hat ganz schön gerumpelt. Ja, das sind positive Blitze. Alle Achtung, das ist gefährlich. Wir haben insgesamt eigentlich Neuigkeiten für Sie. Und zwar nämlich in dem Jahre 2018 haben wir erstmal einen neuen PC, beziehungsweise einen PC vom Sperrmüll. Und diesen haben wir dann aufgerüstet und dementsprechend natürlich mit Windows XP versehen. Und daher haben wir jetzt im Prinzip wieder einen PC, den wo wir jetzt von zu Hause aus betreiben. Da wo wir zum Beispiel Loopings oder YouTube-Uploads oder ähnliches machen. Und der ist deutlich zuverlässiger als der Laptop. Ja. Der Laptop, der stürzt nämlich immer wieder ab, beziehungsweise tut auch manchmal einfach so irgendwas beenden oder alles drum und dran. Ja. Der startet auch erst beim zweiten oder dritten Anlauf, manchmal auch erst beim fünften. Und deswegen haben wir hier halt eben einen Windows XP uns zugelegt und der ist nämlich dann deutlich besser als der Laptop von 2006. Der Windows XP ist übrigens auch von 2002, zumindest laut Typenschild. Der 2 GB RAM, was für die Jahreszeit schon sehr, sehr viel war, also 2002 und 2 GB RAM, das war schon wirklich eines der superlativen Geräte, wahrscheinlich mehr als 1000 Mark früher gekostet. Ja, der ist schon gut gerunken, war ein negativer Blitz. Als zweites haben wir natürlich einen Blitzwarner mit selbst gebaut. Den habe ich jetzt allerdings in dieser Schnelligkeit, weil das Gewitter 5 Kilometer von hier plötzlich hochgegangen ist, nicht mit dabei. Das werden Sie aber auf jeden Fall in den nächsten Dokus sehen, dementsprechend wie der Blitzwarner darauf arbeitet. Ja? Und dementsprechend sind wir dann natürlich auch unabhängig vom Handy, falls mal das mobile Internet ausfällt oder ähnliches oder mal der Akku leer ist, dann haben wir einen Ersatzdetektor, der wo die Blitze detektiert. Der tut auch die Wolkenblitze erfassen. Als dritte Neuerung, das habe ich jetzt aber auch nicht dabei, haben wir im Januar 2018 ein frisches Smartphone bestellt. Und dieses Smartphone, das heißt K10, das ist von der Marke Okitel. Ja. Und diese Marke, der baut eigentlich sehr, sehr gute Handys. Das hat nur 200 Euro gekostet. Und ist sogar ein Handy, das wo im Prinzip gar nicht in Europa bekannt ist, von der Akkugröße her. Es hat nämlich 11.000 mAh Akku. Zum Vergleich, die europäischen Handys, die wo man so kriegt, die haben
bis maximal 5300 mAh, zum Beispiel das Xiaomi Handy oder auch Huawei haben ungefähr Akkus verbaut von 4000 bis 4800 mAh Akku, ja. Aber das Handy hat ein 11000 mAh Akku. Das werden Sie auch im Laufe der nächsten Doku sehen. Ja. Dementsprechend, das war jetzt einfach zu hastig und zu schnell für dieses Gewitter, die ganzen Dinger da mitzunehmen. Deswegen lassen wir uns auf die nächsten Dokus überraschen, wie unser Equipment auch aussehen wird. Ja. So, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen so nach dem Gewitter schauen, was das Gewitter so macht. Sie sehen jetzt aktuell hier zum Beispiel, dass wir in dem Gewitter direkt drin sind. Ich will jetzt den manuellen Fokus nicht rausmachen, ansonsten haben wir ein Problem mit dem Rausschauen zum Fenster. Aber Sie sehen, damit sich das Gewitter langsam, aber sicher direkt über Bad Rappenau befindet und in Richtung Südwesten abziehen wird, das heißt in Richtung Eppingen. Hoppala. So. Deswegen, wir werden uns jetzt noch ein bisschen Richtung Südwest ausrichten. Wenn wir jetzt aktuell so Richtung Süd-Südwest sehen. Ja. Das hier ist wohl Südwest. Und Sie sehen auch, dass hier das Wasser schon aktuell runterfließt, hier. Das heißt, es ist schon ein bisschen mehr Regen und hier drüben ist sogar blauer Himmel. Ja. Das heißt, das ist eigentlich nur eine ganz eng regional begrenzte Gewitterzelle, die wo wir hier jetzt aktuell haben. Und dementsprechend ist das natürlich klar. Oh, die Blitze sind jetzt direkt über uns. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Am Anfang hat es sogar so ausgesehen, wie wenn da kleiner Hagel mit dabei wäre. Kann vielleicht auch sein, damit es das kurz gewesen hat. Ne? Aber jetzt hält sich der Regen mit momentan mäßigen Regen eigentlich sogar in Grenzen. Gut wäre es natürlich, wenn der Regen komplett aufhören würde, aber man kann halt nicht alles haben. Ne? Oh, man hat sogar jetzt erste Blitze durch die Wolken durchgesehen. Hey, der Regen lässt nach. Was ist denn jetzt passiert? Interessant. Interesting. Also, ein bisschen regnet's noch, ne? Ja, aber gut, wir können jetzt sogar gleich dann noch draußen gehen, weil die Zelle ist ja eine gut abgegrenzte Zelle. Das heißt, wenn es einmal aufhört zu regnen, dann hört es halt eben für immer auf zu regnen. Okay, was heißt hier für immer? Naja, für immer, das wäre nicht so gut, aber zumindest mal für die nächsten 2 Stunden oder wie viel auch immer. Ja. Und deswegen... Wir sind auf jeden Fall gespannt. Oh. Sind wirklich noch ein paar mehr Blitze, ja, als vorher.
Man wird nämlich gleich sofort beim ersten Blitz geschaltet und reagiert. Und beim zweiten Blitz waren wir schon fast im Auto drin. Das eigentlich schneller ging es gar nicht mehr. Aha, aha. Jetzt könnte man wirklich schon langsam rausgehen. Ich schaue mir das noch mal kurz auf dem Radar an. Und bevor ich hier jetzt noch... sehen Sie da. Sieh mal einer an. Bevor wir da jetzt wirklich etwas verkehrt machen. Ich habe nämlich ein Stativ mitgenommen für die Kamera und auch für die Dings. So. Ein bisschen regnet es noch, bisschen. Okay, wir können noch ein bisschen warten, aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber wegen der Technik tun wir noch ein bisschen abwarten. Ich tue auf jeden Fall hier das Fenster runter machen und dann tue ich mal mit der Blitzkamera abchecken, wie das Ganze da aussieht. ja. Ui. Das war jetzt nicht so optimal. Ja, sieht ja perfekt aus. Wir haben genau die gleiche Ausrichtung wie die Videokamera. Und dementsprechend können wir dann natürlich auch den einen oder anderen Blitz schon mal vom Auto rausholen. Und später wird sich die Zelle sowieso weiter in Richtung Elpingen verlagern. Und dementsprechend können wir dann auch sogar rausgehen und Blitze dann direkt vom Freien aus beobachten. Okay, eigentlich ist es nicht so ganz ungefährlich, aber naja. Naja. man muss ja schon Glück haben, so wie im Lotto, was weiß ich wie, damit man überhaupt so einen Blitz da abkassiert bekommt. Ne? Ein bisschen, naja, gucken wir mal, ob da was gerade ist. Ja, ist sogar was geworden. Auch wenn die halt nur schwach sind, aber gut. Aber gut. Der hat gerast. Okay, da ist wohl noch ein Nachtzügler da. Es fängt nämlich wieder ein bisschen stärker an zu regnen. Ah, den habe ich jetzt nicht drauf. Den habe ich jetzt nicht drauf. Das arme Smartphone muss draußen im Regen sein. Eigentlich wäre das dafür das K10.000 Max gar nicht mal so schlecht für solche Sachen. Das hat eine IP68-Zertifizierung und das kann man sogar selbst in den heißen Beton reinschmeißen und da passiert nichts.
Juhu, einer ist drauf. Wobei, da war eigentlich sogar schon ein bisschen zu hell, ne? Der war sogar ein Stückchen zu hell. Ja. Die Gewitterzelle zieht jetzt weiter in Richtung Eppingen raus. Das tropft immer von diesem blöden Dach runter. Von dem Autodach. Das tropft immer direkt alles rein. Ich verstehe nicht, warum sich die Bauer eigentlich da nicht irgendwelche Gedanken gemacht haben, wie sie das Tropfen im Prinzip umleiten können. Oder, der ist ja gar nicht drauf, der ist so schwach gewesen. Na gut, dann wollen wir doch noch mal probieren. Oh, wie ruhig es ist. Ich glaube, das ist die perfekte Zeit, um das Stativ rausholen zu können. Aber gleich nach dem einen Blitz, wenn wir den hier auch auf dem Handy haben, dann holen wir das Stativ raus. Versprochen. Ich verstehe das nicht. Irgendwie, jedes Mal, wenn hier gerade ein Gewitter ist, dann müssen wir 10 Leute schreiben. Keine Ahnung warum. Was habe ich denn nur verbrochen? War der Blitz jetzt drauf? Ja oder nein? Oder vielleicht, egal, dann gehe ich jetzt raus. Ab nach draußen, hinaus in die frische Luft. Ja, so war das früher mal vor 20 Jahren. Da hat man die Kinder immer reinholen müssen, weil sie zu lang draußen waren. Und jetzt? Jetzt ist es genau das Gegenteil davon. So. Hoppala. Was sich wohl die Autofahrer dabei denken müssen, wenn die hier einen sehen, der wohl hier ein Stativ aufgebaut hat, bei vielen, vielen, vielen Mücken rumgammelt und hier einfach so an irgendeine starre, eintönig graue Wolkenschicht hier draufschaut. Ja? Gut, die einen denken sich wahrscheinlich bestimmt, der tut wahrscheinlich Vögel fotografieren. Der andere denkt sich bestimmt, der tut wahrscheinlich Hasen knipsen oder Füchse oder keine Ahnung, was weiß ich was. Der dritte denkt sich wahrscheinlich, der wird mal Aufnahmen von den Bäumen machen, weil die jetzt gerade erst frisch grün geworden sind.
Und deswegen muss man da jetzt nach dem Regen rausgehen, weil das Grün dann besonders sauber ist. Keine Ahnung, was die sich dabei alle denken. Ne? Das würde ich mal gerne wissen. Ja? Jetzt kommt der nächste schon. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Zwischenzeit, also in der Winterzeit, habe ich herausgefunden, dass es mehrere Leute gibt, die wo als ein Smartphone-Anbieter im Prinzip hier in Deutschland Vodafone benutzen. Ein bestimmter Kandidat ist zum Beispiel der Herr Marcel Endres, der wo in Warstein in Nordrhein-Westfalen wohnt. Ja, da wird auch das Bier hergestellt, das wo Warsteiner heißt. Ja, eigentlich interessiert das niemand, aber gut, man kann ja gerne mal das Dorf auch so ein bisschen erwähnen. Ja. Obwohl eigentlich hier bei uns in Baden-Württemberg der Eichbaum relativ häufig anzutreffen ist, der wo in Mannheim circa 150 Meter von meiner Arbeitsstelle entfernt produziert wird. Ja. Aber dieser Kollege hat zum Beispiel Vodafone, da gibt es auch noch einen anderen Kollegen, der nennt sich Guni oder Güni oder Gani, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja. Einigen wir uns einfach auf Güni. Ja. Der wohnt so ziemlich direkt an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Das Kaff heißt, glaube ich, Sonnenberg. Ja. Und der nutzt nämlich auch Vodafone. Deswegen sind wir uns am Überlegen, da wir ein Samsung Galaxy S5 Dual SIM haben, dass wir da als zweite Karte, wo jetzt aktuell all die Talg drin steckt, eine Vodafone-Karte reinstecken werden. Nachdem die all die Talg-Karte vorbei ausgelaufen ist, ja, und dementsprechend so mit den Kollegen probieren, über SMS zu kommunizieren. Ja? Gut, SMS ist eine alte Methode, aber SMS, die funktioniert einfach immer. Ja? Vodafone bietet diese SMS-Flatrate von Vodafone zu Vodafone für 3 € an. Und dementsprechend wäre es eigentlich so gut wie geschenkt. Ja. Vor allen Dingen wären in Gewitterlagen einfach auch anstelle Telegram zu nutzen, halt eben auch noch SMS mitzuschreiben. Das liegt einfach daran, weil wir hier in Bad Rappenau relativ instabiles, schlechtes Handynetz haben. Zum Beispiel bei Vodafone kommen wir da teilweise am Nachmittag nur auf maximal 1 Megabit pro Sekunde in einem Download. Okay, nee, nicht Download, im Upload. Im Download sind es noch weniger. Ja. Und dementsprechend haben wir uns halt überlegt, wenn das Handynetz halt kaputt geht, eine SMS kommt immer durch. Und dementsprechend, dass wir im Prinzip auf Vodafone umsteigen und eine SMS-Flatrate für 3 € im Monat buchen, zumindest mal in den Sommermonaten. Ja. Also, wenn Sie Vodafone haben und auch eine SMS-Flatrate, dann können Sie auch gerne natürlich mir schreiben. Ja, die reale Nummer steht jetzt nicht unten in der Beschreibung, sondern da steht nur die Telegram-Nummer. Die ist übrigens inzwischen schon abgeschaltet worden. Das war früher mal eine Othello-Nummer, die wo ich mal im Jahre 2011 geholt habe. Einfach aus Spaß, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht mal, was da der Hintergrund war. Aber gut, die ist jetzt jedenfalls abgestellt. Das heißt, darauf können Sie weder anrufen noch SMS schreiben und auch nicht in WhatsApp schreiben. Ja, wir haben nur mit dieser Nummer Telegram. Und dementsprechend, wenn Sie natürlich Interesse daran haben an unserer Telegram-Gruppe, dann können Sie uns natürlich sofort schreiben. Ja, die Nummer finden Sie unten und Telegram können Sie. Oh, der war jetzt super. Der war super. Also, echt ernsthaft. Jetzt sind super Blitze mit dabei. Ne? Wo war ich hier denn jetzt stehen geblieben? Ach, wir wollen erstmal den Donner genießen. Also, zuhören, es kommt der Donner. Okay, das ist jetzt nicht der richtige Donner.
Na, der Donnerte ist irgendwie doch ein bisschen leise, muss man sagen. Okay, wir waren dann natürlich bei Telegram stehen geblieben und Telegram, das finden Sie unter www.telegram.org. Ja? Das ist einfach eine primitive Internetseite, da können Sie ein Telegram für einen PC herunterladen, ansonsten im App Store. Also, ich meine jetzt im Play Store oder halt eben bei Apple im App Store. Oder ich weiß gar nicht mal, wie es bei Apple heißt. Jedenfalls kann man das noch nie gehabt, also noch nie besessen, das Apple-Zeugs, ne? Ah, gut. Soweit jetzt da dazu. Also das Ganze ist jetzt auf jeden Fall im Aufbau, das mit den SMS, Flatrate, ja. Wenn Sie daran Interesse haben, dann können Sie sich schon mal bei mir vormerken, dass Sie gerne SMS schreiben möchten, ja. Dann können wir das Ganze auch selbst in den abgelegensten Regionen erfolgreich kommunizieren. Ja. Das Gute ist ja, die SMS ist nicht begrenzt bei der unbegrenzten SMS-Flatrate für 3 Euro. So, das Zeltchen, das dürfte jetzt irgendwo Eppingen erreicht haben. Ja. Und das geht jetzt immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter weg in Richtung Südwesten. Es wird Zeit, dass wir mal so ein bisschen abchecken, ob da noch die eine Zelle da in Richtung Nordost, wo da, ja, die sieht eigentlich relativ akzeptabel aus, ob die dementsprechend sich noch aufbauen wird oder nicht. Ja, das werden wir jetzt gleich herausfinden, sobald wir einen guten Blitz auf dem Smartphone abgespeichert haben, um den in die Gruppe reinzuposten. Das sind eher so die alle so die versteckten Kandidaten, die wo sich nicht gerne zeigen wollen. Ich habe WLAN angemacht. Wie habe ich denn das geschafft? Wie habe ich denn das geschafft? Da ist sie jetzt. Sie sehen, da wo die 4 steht, da das dunkelrote 4, da hat sich die Zelle ausgebildet. Und jetzt zieht sie weiter in Richtung Eppingen und später wird sie dann wahrscheinlich Richtung Karlsruhe ziehen. Das war aber ein guter. Und jetzt habe ich gerade nicht aufgenommen. Ja, aber dann danach wird es wohl wahrscheinlich so aussehen, wie das hier jetzt weitgehend alles vorbei ist, ne? Da wird es vielleicht noch ein bisschen regnen, aber die Gewitterlage können wir dann heute auf jeden Fall schon abschließen, ne? Und dementsprechend, naja gut, eigentlich schade, dass wir den Hauptteil verpasst haben. Der Hauptteil, da war es so gegen 16:30 Uhr bis 18 Uhr, ja? Und dementsprechend deutlich intensiver und stärker gewesen. Ja. Gut, hier in Bad Trappenau hat es nur 2 Liter geregnet. Da hat dieses Gewitter hier jetzt mehr gebracht als das andere, das was da davor war. Ja. Aber zum Beispiel in den Regionen wie Sinsheim oder Heidelberg oder ähnliches, auch Heilbronn und Öhringen, da hat es doch relativ gut geblitzt und auch gedonnert. Ja. Obwohl die meisten Blitze doch, muss man sagen, in den Wolken versteckt waren und dementsprechend nicht fotogen waren. Ja. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir doch noch einen guten Blitz auf dem Handy draufkriegen. Es ist aktuell schon 21:11 Uhr. Die Zeit, die vergeht ja wie im Fluge. Wir müssen eigentlich jetzt schon gleich unter die Decke gehen, weil morgen gibt es wieder um 5 Uhr frühes Aufstehen zur Arbeit. Morgen ist nämlich Dienstag. Und dementsprechend sind wir wegen der Arbeit leider sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Nachtlagen machen wir jetzt nur noch dann, wenn wir freie Tage haben, also zum Beispiel eine Nachtlage von Freitag auf Samstag können wir ohne Probleme machen.
genauso wie auch eine Nachtlage von Samstag auf Sonntag. Ne? Aber unter der Woche, da würde ich das Ganze dann doch lieber nicht machen. Einfach aus diesem Grund, weil man sehr, sehr früh raus muss. Und so ein Arbeitstag, man ist ja insgesamt von 17:45 bis 17:45 Uhr, exakt 12 Stunden von zu Hause weg. Und dementsprechend natürlich ist man, nachdem man nach Hause kommt, sehr müde. Und wenn man das schon am frühen Morgen ist, dann wird der Tag so richtig lang und ätzend sein. Ja. Aber dafür ist die Arbeit gut. Man kann auf der Arbeit mit dem Smartphone ganz normal Informationen schauen und rumgucken, ein bisschen spielen, ein bisschen Antworten schreiben, Telegram und so weiter und so fort. Ja. Das ist bei der Arbeit auch sehr, sehr gut. Das hat nämlich nicht jede Arbeit. Ja. Naja, gut. Soweit da dazu. Wir sind jetzt leider nicht mehr so frei zugänglich wie jetzt im Jahre 2016, sondern wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, entweder zwischen 18 und 21 Uhr zu beobachten oder ja, an freien Tagen, wie zum Beispiel jetzt an einem Feiertag oder an Pfingsten, an Ostern, an Weihnachten. Weihnachten, gutes Stichwort, Weihnachten. Ja gut, an Weihnachten, da gibt es doch eher Gewitter als Schnee, das stimmt schon. Ja gut, dann halt eben auch an Weihnachten. Ist ja nicht so tragisch, ne? aber auf jeden Fall. Immer an freien Tagen, auch dann, wenn wir zum Beispiel Urlaub haben, da können wir dann natürlich auch beobachten. Zum Beispiel der nächste Urlaub, der wird jetzt erst wieder im August sein. Ja. Früher haben wir keinen Urlaub gekriegt, weil bei uns im Sommer eine Art Sommersperre ist. Ja, und dementsprechend können wir da halt leider keinen Urlaub nehmen. Ja. Naja, gut, das ist nun mal halt eben Schicksal und dementsprechend muss man da halt eben auch durch. Ja? So, sehr geehrte Damen und Herren, das Gewitter ist jetzt aktuell, also die nächsten Blitze sind jetzt 18 Kilometer weg. Das heißt, wir haben jetzt die Zone mit dem Donner verlassen. Ich frage mich eigentlich, warum der vorherige Blitz da nicht gedonnert hat, obwohl wir relativ ruhig waren. Gut, es war das eine oder andere Auto vorbeigeheizt, aber ansonsten war es doch relativ ruhig. Ja. Naja, gut. frage ich mich aber auch doch, wo da der Donner geblieben ist. Soweit jetzt da dazu, die Wetterlage für die nächsten Tage, da können wir eigentlich nichts mehr großartig erwarten. Die Höchsttemperaturen, die liegen da irgendwo summa summarum zwischen 14 und 17 Grad. Da war Anfang Mai doch schon ein bisschen wärmer. Da waren teilweise Werte bis zu 29 Grad schon gemessen worden. Ja. Und der Mai war auch bis jetzt relativ trocken. Ausnahme war jetzt gestern und heute. Gestern hat es nämlich nur geregnet und heute waren das eine oder andere Gewitter auch drüber gezogen. Ja. Jetzt haben wir aktuell 14 Grad ungefähr, oder 14,5, Pi mal Daumen. Und dementsprechend, ich denke, wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch weitere Dokus machen, vorausgesetzt die Gewitter kommen mal zur richtigen Uhrzeit und zum richtigen Datum, ja, da wo wir auch natürlich beobachten können und dementsprechend auch dokumentieren können. Naja gut, das wäre es jetzt soweit erstmal. Wir werden jetzt die Doku langsam beenden. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß da bei dieser kleinen Zelle. Ja. Auch wenn es jetzt nicht viel gewesen ist, aber für 15 Grad Außentemperatur und für Nebel, wie Sie jetzt gerade zum Beispiel vor uns sehen, das ist ganz normaler Dunst oder Nebel, ja, für diese Zustände war das doch gar nicht mal so schlecht. Ja. Und von dem her, gut, wenn Sie Interesse haben, dann können Sie uns gerne in Telegram schreiben. Telegram finden Sie unten an seinem Kontakt und
können Sie auch im App Store bzw. im Play Store oder auch für den PC unter telegram.org runterladen und dann uns natürlich kontaktieren. So, damit würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns jetzt verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten sehr viel Spaß gehabt. Das nächste Mal wird die Doku natürlich, ich hoffe mal, ein bisschen länger ausfallen. Einfach aus diesem Grund, weil wir wollen ja natürlich auch eine normale Einleitung machen, damit Sie ein bisschen was über die Wetterlage erfahren und vielleicht auch die eine oder andere Sache mal kurz lernen können oder ein Aha ertönen lassen können. Ne? Und dann natürlich auch das Gewitter in voller Länge beobachten und dann danach natürlich auch noch ein kurzes und kleines Fazit, falls da irgendwie etwas wäre, so wie jetzt aktuell auch. Ja. Und deswegen. Außerdem lernen Sie dann in den nächsten Dokus auch unsere neuen Geräte kennen, den Windows XP, den selbstgebauten Gewitterwarner und natürlich auch das neue Okitel Smartphone K10, das mit einem super guten und großen Akku von 11.000 mAh. Der Akku, der hält bei uns bei durchschnittlicher Nutzung ca. 5 bis 7 Tage, wenn man den wirklich stark nutzt, also morgens 2 Stunden Musik hört, auf der Arbeit 8 Stunden lang am Handy nur rumsitzt und nachmittags 2 Stunden Musik hört und dann noch am Abend später noch auf dem Handy rumspielt, dann hält er natürlich nur 2 bis 3 Tage, ja, aber so. Wenn man den ganz normal benutzt, also für nur Antworten, ohne Spiele, ohne Musik hören oder ähnliches, dann hält er ohne Probleme 6 bis 8 Tage. Das heißt, ich lade den immer einmal auf. Das wäre einmal die Nacht von Donnerstag auf Freitag, ja, weil da steht nämlich das Wochenende bevor. Und dann wird er halt eben eine ganze Woche lang benutzt. Ja. So, sehr geehrte Damen und Herren, und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich sage jetzt dann mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.